Hallo und herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer weiteren Ausgabe der Gothic 1 Definitive Edition. Und wir haben in der letzten Folge, ja, einiges geschafft. Wir waren im Sumpflager, haben dort mit Tyon und Bardo gesprochen. Wir waren im alten Lager mit Fizz gesprochen, haben einige Warane und andere Monster geplättet. Und haben am Ende auch mit Cypher gesprochen, nachdem wir mit Balor gesprochen haben. Aber es hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, mit dem Sumpfkrautverkaufen für Isidro. Das war leider ein bisschen... Ja, also ich glaube, an der Quest muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Aber ja gut, dafür ist es halt eine Alpha, ne? Also... Ist halt so. Aber vielleicht hat Cypher jetzt ein neues Händlerinventar. Warte mal. Was hast du anzubieten? Die Frage ist doch, was hast du anzubieten? Ich bin nur an größeren Lieferungen interessiert. Balor sagt, du hättest Interesse an etwas Sumpfkraut. Verlass dich also auf handeln. Du bist dann auch Lass uns handeln. Was willst du haben? Er hat kein neues Handelsinventar. Daran was ändern wird. Schade. Aber diesen Einbrocken hat ziemlich mehr. Trotzdem noch. Solange ich damit nichts zu tun habe. Und jetzt rede ich mal mit Sharky, denn Sharky könnte ein neuer Healer für Fizz werden. Fizz aus dem alten Lager ist auf der Suche nach einem neuen Handelspartner. Und warum erzählst du mir das? Ich dachte, du hättest vielleicht Lust, ein bisschen Erz zu verdienen. Warum nicht? Sag Fizz, er kann in den nächsten Tagen mit mir rechnen. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Er hat absolut gar nichts, was ich brauche. Ich verschwinde. Ich könnte nochmal mit Merdarion quatschen und nochmal mit Wolf. Gab's hier vielleicht noch einen Händler? Der Quatsch, der Guck mal, mit Basta habe ich auch noch gar nicht gesprochen, glaube ich. Das war doch schon vorher klar. Oh, es wäre ein Kinderspiel, sein Erz zu stehlen. Ja, geht's schon einfach. Okay, so funktioniert also der Taschendiebstahl. Mach's gut. Mach's besser. Also, er funktioniert genauso wie in Gothic 2. Und ich muss mich nicht an die Leute anschleichen. Interessant. Okay. Gut zu wissen. Hey, du. Da muss ich wohl trotzdem noch ein bisschen auf Geschick gehen. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Warte, da muss der Orkhundfell dabei gewesen. Der Orkhundfell. Zeig mir deine Ware. Das Orkhundfell. So, hast du noch was? Nee. Absolut nichts. Wobei, die Heilkräuter? Könnte ich tatsächlich brauchen. Heilmittel ist gerade ein bisschen knapp bei mir. So, irgendwas, was ich dem... Pfeile braucht er doch immer als Jäger, oder? So, dann gehen wir jetzt mal zu Marvin und geben ihm das letzte Fleisch, was er für seine Questen möchte. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Ich hab hier was für dich. Gut, du hast genug Fleisch gebracht. Das wird für eine Weile reichen. Glaub aber ja nicht, dass du von mir jetzt irgendwas umsonst kriegst. Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Snappers. Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Ring der Unbezwingbarkeit besorgen. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Da wurde aus Engor mal eben schnell Lutherwurf. Was hast du anzubieten? Ah, ja, okay, also wir haben jetzt die Wahl. Entweder wir kaufen diesen Ring der Magie für 200 Erz oder ich lasse mir das für 5... Warte mal, das muss ich jetzt mal kurz gegenrechnen. Entweder ich lerne das jetzt bei Medallion, da kann man Mana beibringen, oder... Ich kaufe mir den Ring, aber je nachdem, was günstiger ist, mach ich es. Warum störst du den Hüter des Erzes? Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Setze sie mit Bedacht ein. Kostet gar nichts, machen wir. Wenn das nichts kostet, ist das, komme ich damit besser. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Und ihr habt ja auch als Sekundärwaffe Magie gewählt bei mir, deshalb muss ich so oder so früher oder später auf Mana gehen, also. So, pass auf. Da kaufen wir jetzt tatsächlich mal zwei.
Was ich... Oh, Feuerball könnte ich jetzt aber auch verwenden, ne? Heilung könnte ich jetzt aber noch nicht nutzen, also verkaufe ich das mal. Angst verkaufe ich auch. Charme haben wir jetzt auch, das können wir nutzen. Komm, der wird da bestimmt ein bisschen Bier haben wollen hier, guck mal. So, sehr gut. Das heißt, wir können jetzt auch für Balkadar... Ja, ja, ist entspannt, ich mach. Das heißt, wir können jetzt auch für Balkadar die Quest lösen. Das ist ganz ausgezeichnet. Jetzt gucke ich nochmal kurz. Besondere Snapper-Krallen machen wir im Laufe, glaube ich. Hehler für Fisk, gehe ich zu Fisk. Der Kurier. Da muss ich zu Quentin, glaube ich. Das machen wir jetzt, das machen wir jetzt. Dammlurker könnten wir jetzt auch lösen. Wir haben jetzt Feuerball. Gut, pass auf, dann machen wir jetzt den Dammlurker als nächstes. Wir haben jetzt genug Mana-Ressourcen, um das angehen zu können. Ich glaube, den Dammlurker... Ich weiß nicht, ob ich den im Nahkampf schaffe. Ich würde es versuchen zuerst im Nahkampf. Im Zweifel würde ich es aber wahrscheinlich mit einem Feuerball probieren. Ich glaube, da bin ich auf der sicheren Seite. Und wir haben jetzt noch 5 Lernpunkte übrig. Da sollte ich jetzt genau überlegen, auf was ich das investiere. Normalerweise würde ich das jetzt eigentlich ganz gerne auf Geschick ballern. Weil dann hätten wir zumindest mal 17 Geschickpunkte. Das heißt, wir können vielleicht den ein oder anderen Taschendiebstahl mehr durchführen. Oder zumindest... Oder zumindest... ja, weniger Dietriche verlieren beim Knacken von Schlössern. Genau. Dass ich den Feuerball nicht genutzt habe. Aber der hätte mich fast erwischt. Gut. Das lief gut. Was ist denn da oben? Kommt man hier hoch irgendwie? Nee, ne? Hier kommt man einfach nicht hoch. Hätte man sich auch vielleicht für ein Versteck nutzen können. Mist, jetzt habe ich im Sumpflager gar nicht nach weiteren Verstecken gesucht. In den Kommentaren wurde aber mehrfach geschrieben, ich glaube von Wienen. Der hat das, glaube ich, geschrieben. Dass es im Sumpflager ziemlich viele Verstecke sogar gibt. Oder einige zumindest. Das habe ich jetzt, da habe ich jetzt gar nicht nachgesucht. Aber gut, wir gehen ja auf jeden Fall nochmal ins Sumpflager. Alleine schon, um die Sache mit Balkadar nochmal zu erledigen. Also bevor ich auf jeden Fall mich dem alten Lager anschließe, werde ich definitiv nochmal ins Sumpflager gehen. Einfach um die Sache mit dieser Spruchrolle zu lösen. Gut, dann können wir jetzt aber mit Homer erstmal quatschen. Und dann gehen wir in die freie Mine nochmal. Und gucken, was wir dort machen können. Der wird sich freuen, dass die Sache erledigt ist. Hey du. Es gibt übrigens auch Erfahrungspunkte, ne? Nicht nur Erz, das ist gut. Ich habe das Biest erledigt. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. Sehr schön. Gut. Sehr schön, also Taschendiebstahl bringt auch wieder Erfahrungspunkte, genauso wie in Gothic 2. Ja, also da sollten wir vielleicht schon ein bisschen auf Geschick investieren, damit wir auch ein paar erfolgreichere Taschendiebstähle durchführen können. Das wäre schon ganz gut. Aber eigentlich, sowas würde sich auch im Sumpflager anbieten, Taschendiebstahl, weil die meisten sind ja eh dort total dicht und sollten eh nichts mitkriegen. Normalfall, ja, im Normalfall. Aber gibt sicherlich auch ein paar aufmerksame Gurus, die das... Wahrscheinlich hast du nicht so sehen. Jetzt weiß ich gar nicht, wer kann denn hier im neuen Lager Geschick beibringen? Mhm. Kord macht Einhänder. Buster macht Akrobatik. Sollte ich auch drüber nachdenken. Andererseits, wir können hier diesen Sprung mit der Waffe machen, also weiß ich nicht. Wedge, der Bandit, Schleichen, Taschendiebstahl, Schlösser knacken, Kronos, Mana. Also ein Geschicklichkeitslehrer habe ich jetzt hier noch nicht gefunden. Aber gut, ich kenne ja zum Glück noch andere, also von daher ist das alles entspannt.
Ui. So, und jetzt gehen wir erstmal zu Baloro, geben dem die Lebensmittel ab. Und dann reden wir mit Okyl und geben ihm seinen Bogen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dann passieren mag. Also wenn wir das können, dann brauche ich eigentlich keine Akrobatik, um ehrlich zu sein. Akrobatik wäre ja nur... Dich mache ich jetzt fertig. Akrobatik wäre nur gut, wenn ich irgendwo von hohen Stellen runterfallen würde. Ein Wolf ist kein Thema. Zwei Wölfe sind richtig ekelhaft zu bekämpfen. Aber gut, wir haben jetzt immerhin schon 104 Lebensenergiepunkte. Das ist schon mal eine gute Basis, sage ich jetzt mal. Aber als Schatten brauche ich deutlich mehr eigentlich. So, wir haben es tatsächlich geschafft auf Stufe 8, ne, bevor ich Schatten werde. Vielleicht schaffen wir es auch auf Stufe 9. Das wäre natürlich noch besser. Okay, komm, Okyl liegt gleich auf dem Weg, also gehe ich erstmal zu Okyl, bevor ich zu Baloro gehe. Jetzt bin ich sehr gespannt, was das mit dem Bogen bringt. Ich glaube, dieser Bogen gehört dir. Mein Bogen? Wo hast du ihn gefunden? In einem dunklen Loch voller Ratten. Jedenfalls danke. Ich schulde dir was. Das Bosper. Krieg ich die Erlaubnis? Nun gut, mir soll's egal sein. Immerhin hast du mir meinen Bogen wiedergebracht. Voll geil, Alter. Jetzt kann ich in die Mine. Ist ja mega. Ist ja super geil gemacht. Ja, und es ist Uwe Kaschel, der Synchronsprecher vom Diego und von Bosper. Und auch von Okyl, der hat ihn auch gesprochen. Also passt das auch hier wieder hervorragend. Da hat man wirklich genau drauf geachtet, dass man auch dieselben Sprecher wieder irgendwie nimmt. Das ist schon geil gemacht, muss ich sagen. Super. Ich habe den ganzen Kram dabei. Jetzt machen wir den Deal mit der ultimativen Waffe, ja? Dann zeig doch erstmal her. Hier hast du. Ja, klasse. So, nun her mit dem Ding. Vergiss es. Was? Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat doch nicht besser verdient. Wundert mich, dass du überhaupt noch lebst. Wenn du so leichtgläubig hier in der Gegend rumrennst, machst du es nicht mehr lange. Macht aber nichts. Jetzt haben wir Jungs wenigstens genügend Fressalien zum Feiern. Schönen Dank auch und vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Geiler Typ, wirklich. Hey Mann, das kannst du mit mir nicht machen. Was willst du denn noch? Verschwinde! Geh jemand anders auf die Nerven, sonst setzt was. Kapiert? Ja, ja, schöner Kampf. Naja, da habe ich natürlich schlechte Karten ohne Rüstung und ja, das ist schon. Aber der kriegt sein Fett noch weg, der Kollege. Dafür werde ich schon sorgen. Der kriegt sein Fett noch weg. Würde ich einen Sprung hier runter überleben? Unwahrscheinlich, aber ich versuch's trotzdem mal. Doch, tatsächlich. Okay, so, jetzt gehe ich mal in die freie Mine. Ich habe so Bock, das jetzt mal zu sehen. Interessant, okay. Muss mal kurz hoch. Ihr wisst genau, warum. Da ist nämlich ein Nest mit einem Ring drin. Ich will den Sprung direkt schaffen. Ich will hier auf den Vorsprung. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Nein! Oh Gott, und ich bin tot. Oh, shit. Okay, vielleicht muss ich gar nicht springen, vielleicht laufe ich einfach. Wobei, nee, laufen ist, glaube ich, nicht gut. Ich bin nur einfach zu weit vorne gewesen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ring der... Oh nein, Alter. Ein Ring der Geisteskraft. Das heißt, ich hätte mir diese 5 Mana auch sparen können, weil... Ja, ist egal. Ist egal. Nee, ach nee, Schutz vor... Ach, Schutz vor Magie. Na gut, okay. Dann ist es doch nicht vergeudet gewesen. So, jetzt gehen wir in die freie Mine, Mann. Leute, ich bin so gespannt. Vielleicht kriegen wir jetzt hier drin auch Quests und so. Da bin ich jetzt richtig gespannt, ey. Tja, und jetzt sind hier halt keine Gardisten, sondern Söldner. Söldner, ja, ja, her mit dem Geld.
Was gibt es hier im Camp? Wir bewachen hier den Eingang zur Mine. Niemand außer unseren Leuten darf dort hinein. Okay, das war, glaube ich, ein bisschen falsch jetzt. Der Held hätte das, glaube ich, nicht sagen sollen. So, hier sehe ich auf jeden Fall eine Minecrawler-Suppe. Und ein Stück Käse. Na, den nehme ich doch gerne mit. Der ist garantiert nicht ekelhaft. Weil er hier schon im Dreck liegt und in den Spinnweben und so. Ja, okay, ich glaube, Minecrawler brauche ich mich jetzt gar nicht dran zu messen. Da habe ich keine Chance. Ach, falsche Seite, ich Idiot. Okay. Wir haben auf jeden Fall Pilze. Ja, und wie gesagt, wenn ich mal irgendwo eine Erzader sehe, dann nehme ich die mit, aber... Ich werde jetzt hier keinen Schürfer von seiner Arbeit irgendwie... Da unten, was willst du? Ja, da unten ist ein Minecrawler, willst du den nicht platt machen oder so? Oder ist das hier egal? Da hinten sind Pflanzen. Aber an den Warriern komme ich erstmal natürlich nicht vorbei. Oh. Alles klar? Was soll die Frage? Wir haben alles unter Kontrolle. Kilan. Wir müssen alle arbeiten. Wochenlang ohne Tageslicht. Es gibt kein Entkommen. Die einzige Freiheit ist der Tod. Das macht hier eigentlich gar keinen Sinn in der freien Mine, weil die arbeiten ja alle freiwillig hier. Die werden ja nicht zur Arbeit gezwungen. Würde ich jetzt meinen. Das wäre so eine Aussage, die eigentlich ein Butler in der alten Mine treffen müsste. Was macht die Arbeit? Dieser Fels ist verdammt hartnäckig. Fast so, als würde er sich dagegen wehren, dass wir uns das Erz holen. Der Gornius. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Ich habe zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein. Davino. Hier hast du deinen Wein. Gornius ist freundlich. 50 Erfahrungspunkte, sehr schön. Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Lobart wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Jetzt gucken wir uns hier oben nochmal um. Arbeitsgruppe, Dachschürfer oder so. Oh, hier liegt ein Bolzen. Wie auch immer der da hinkommt. Ich würde das gerne mal probieren. Ich würde das gerne mal versuchen, so mit einer Spitzhacke den ganzen Tag auf irgendeinem Felsen rumzukloppen. Das ist bestimmt sauer anstrengend. Ich glaube, ich wäre auch irgendwie nach einer Stunde oder so, wäre ich total tot wahrscheinlich. Wenn mir der Arm abfallen würde oder so. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Weil so eine Spitzhacke selber ist ja schon verdammt schwer. Also, ich weiß nicht, wenn einer von euch mal so ein Ding mal in die Hand genommen hat, so eine große Spitzhacke, also kann ich euch sagen, ne? Mein Stiefvater hat 2, 3 bei sich zu Hause in der Garage rumhängen. Das sind schon, boah, heftige Teile. So. Hier haben wir auch eine Essenz der Eile. Oh, Essenz magischer Energie auch noch. Wunderbar. Ja, wunderbar. Oh Mann. So, immer schön nach namhaften Persönlichkeiten Ausschau halten. Die haben bestimmt irgendwas zu tun. Ich wette mit euch, dass das hier eigentlich gar keine Banditen oder Söldner sind, sondern dass das einfach nur die Schatten zum Beispiel hier vorher waren, die einfach nur in Banditen umbenannt wurden. Und die haben andere Ausrüstungsgegenstände und andere Rüstungen bekommen. Und das gleiche gilt mit den Söldnern auch. Die Söldner sind eigentlich gar keine Söldner, sondern das waren die Gardisten vorher. Die wurden einfach nur anders benannt und haben andere Rüstungen bekommen und so. Bei dir kann ich tauschen? Ich habe nur ein paar Brocken Erz. Oh, das ist der Paul. Und
deinen Erz nehme ich natürlich gerne. Komplett. Also der Sprecher von Paul. Der Dieter Gring. Guter Mann. Statue. Das ist so ein bisschen Ramsch, den ich hier eingesammelt habe. Der kann irgendwie weg. Ich habe aber Angst beim Öl, dass ich das irgendwie nochmal für eine Quest brauche. Das sieht mir zu... Das wirkt mir ein bisschen zu special-mäßig. So, als ob ich das nochmal brauchen könnte. Warte mal, den Blutfliegenstachel behalte ich tatsächlich mal noch als Ersatzwaffe. Jetzt habe ich schon... Nein. Warte mal, es hätte jetzt gepasst. Genau, 250 Erz gemacht. Sehr gut. Dann haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen was. Nee, du hast kein Erz mehr. Aber danke für dein Erz. Ja, danke für das Erz, du Held. Hier, ich wette mit euch. Das war vorher kein Söldner, sondern das ist ein Gardist. Der einfach andere Ausrüstung bekommen hat und einen anderen Namen. Ich weiß nicht, Modder Issues, falls du gerade da bist, dann kannst du das ja vielleicht bestätigen oder verneinen. Erzähl mir was von der Mine. Es gibt einen ganzen Haufen Höhlen, in denen auch noch Erz zu holen ist. Aber die Crawler machen die Arbeit darin unmöglich. Hier gibt's überall Minecrawler. Hörst du sie? Ich kann sie hören. Cut-Content. Hab ich noch nie gehört, diesen Satz. Was weißt du über Minecrawler? Wenn eins von den Crawler-Viechern ankommt, dann schlag es mit der Spitze zwischen die Augen. Aber du musst beim ersten Mal treffen. Eine zweite Chance gibt es nicht. Okay, danke. Scheint so, dass er aber schon gegen tausende Crawler gekämpft hat. Oder ich habe einfach nur gerade eine fiese Behauptung aufgestellt, was wahrscheinlicher ist. Hey du. Alter Mann. Beklauen wir erstmal. Dankeschön. Wie sieht's aus? Früher war alles besser. Typischer Satz. Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Eine Spitzhacke und Schweiß. Das brauchst du hier drin. Du kommst hier rein und du gehst auch wieder. Aber wenn du längst weg bist, werde ich hier immer noch das Erz aus dem Berg schlagen. Das ist meine Aufgabe. Das ist mein Leben. Kannst du mir was beibringen? Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Willst du was trinken? Wenn du ein Bier hast, das wäre jetzt genau das Richtige. Bier gibt's nämlich kaum hier im Lager. Scanty, nicht jetzt. Das ist wichtig. Wohl bekomm's. Das ist so geil, wie man einfach Dialoge aus dem zweiten Teil hier mit integriert hat. Der ist super. Boah, das schmeckt gut. Danke, Mann. Du bist mein Held. Erzähl mal, was Raven gemacht hat in der Gruft. Also, was? Was laberst du? Ich muss weiter. Aber kein Grund, mich zu schlagen mit der Spitzhacke. Ich gehe ja schon. Oder mit den Fäusten. So, sehr schön. Gut, gut. Schauen wir uns mal im hinteren Teil hier um. Ah, das finde ich echt schön, hier mal nicht durchzuhasseln mit Stress so, sondern einfach mal entspannt hier sich umzugucken. Ist schon cool. So, hier werden wahrscheinlich aber trotzdem Minecrawler sein. Nehme ich mal ganz stark an. Ist auch die Frage, ist schon Taroks Medizin auch hier? Oh Gott, mit Rechtsklick ist ja Springen. Rechtsklick ist Springen, ach du Scheiße. Gut, 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 gut. Nee, Tarok ist da nicht, aber hier liegt eine Leiche. Dagger. Lares Nachricht, okay. Sehr interessant. Lesen wir uns gleich mal durch. Ich bringe mich erstmal kurz in Sicherheit. Okay, Tarok ist noch nicht hier. Sehr interessant. Okay, dann lesen wir uns mal die Nachricht durch. Lares Nachricht. Dagger, einer meiner Leute, hat versucht, mich reinzulegen. Von unserer Beute aus dem alten Lager hat er sich einen Trank abgezweigt. Er hat ihn in der freien Mine versteckt, vermute ich. Wo genau er ist, weiß ich nicht. Besorg den Trank zurück. Dann steht deiner Aufnahme hier im Lager nichts mehr im Weg. Lares. Okay, und wenn die Leiche hier hinten ist, dann wird er vielleicht auch hier hinten gesucht haben. Nach dem Trank.
Da oben liegt was. Aber Bruder, wie soll ich an den Crawlern vorbeikommen? Ich habe eine Essenz der Eile. Boah, das war sick. Ich kann es versuchen, hier an den Viechern vorbeizukommen. Das ist doch Mist, dass das Vieh jetzt genau dort ist. Komm schon, verschwinde. Ich denke, das Vieh wird dort nicht verschwinden. Ach komm, was soll's. Das war knapp. Ich habe mich ehrlich gesagt schon tot gesehen. Aber müssten Minecrawler denn nicht auch ausgezeichnete Kletterer sein? Trakt der schnellen Heilung. Okay. Gut. Im Zweifel könnte ich jetzt hier mit dem Trank der Eile schnell wieder rauskommen. Das ist quasi ein Shortcut. Ich versuche es erstmal ohne. Vielleicht kann ich den Trank sparen. Ich weiß nicht, ist das jetzt schon der Trank gewesen? Der Trank der schnellen Heilung da? Vielleicht nicht. Sonst hätte es vielleicht einen Tagebucheintrag gegeben. Aber erstmal ein Buch. Oh, es gab Erfahrungspunkte. Sehr cool. Der Trank der schnellen Heilung. Nee. Oder? Vielleicht liegt der irgendwo mit bei, wo ich nicht... Ach doch, hier. Trank der schnellen Heilung. Ist fest versiegelt und lässt sich nicht öffnen. Okay. Scheint doch der Trank zu sein, den Laris benötigt. Sehr gut. Was liegt denn da? Ach, das ist das Zeug, was ich wahrscheinlich verkauft habe oder so. Okay, sehr cool. Gut, gut. Dann gehen wir damit auf jeden Fall nochmal zu Laris. Das halte ich für weise. Ja, das heißt, unser Besuch hier in der freien Mine war ein voller Erfolg. Würde ich sagen. Achso, warte mal, konnte der Schmied eigentlich mit mir handeln? Warte mal. Ah ne, ich kann ihn aber bestehlen. Sehr gut, danke. Mach's gut. Mach's besser. Ist aber auch echt gemütlich hier, ne? Ist so eine Felswand, so eine kleine, naja, man möchte schon Einbuchtung hier sagen. Höhle ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber so eine Einbuchtung hier ist schon cool. Ist schon cool gemacht. Hier ist nur eine große Kiste drin. Ja, also ich habe jetzt noch 5 Lernpunkte. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht so genau, in was ich das investieren möchte. Wie gesagt, Geschick ist jetzt halt so mein erstes Bauchgefühl gewesen. Eben um erfolgreichere Taschendiebstähle zu vollführen. Stärke wäre natürlich auch eine Option. Da sehe ich jetzt aber aktuell gerade nicht die oberste Dringlichkeit. Also... weil ich ja eben schon Meister bin und schon eine ziemlich gute Waffe habe fürs jetzige. Also mein Bauchgefühl sagt mir für den jetzigen Spielstand, sage ich jetzt mal, glaube ich, habe ich schon eine relativ gute Waffe. Und halt schon 25, 26 Stärke ist, glaube ich, auch schon nicht schlecht für den Anfang. Also ich stehe ja auf jeden Fall noch am Anfang, würde ich sagen. Ich weiß nicht, das ist jetzt hier Folge 19 oder Folge 20 oder sowas. Also ich würde schon sagen, dass ich noch relativ am Anfang bin. Von daher... so, vielleicht gibt es hier noch ein Versteck oder so. Auf dem Plateau. Ja, tatsächlich. Guck mal. Ui. Sehr nice. Feuersturm. Sehr gut. Hier haben wir noch einen Kurzbogen. Keine Ahnung. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Jetzt sterbe ich durch den Sprung wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Super. So, dann gehe ich jetzt zum Abschluss der Folge nochmal zu Laris und versuche den nochmal auf diesen Brief und diesen Trank anzusprechen. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Also ich muss sagen, so der Mix aus Dialogfetzen aus dem zweiten Teil mit den passenden Sprechern, den Bot, dem Sprachbot und dem Cut-Content, der damals in Gothic 1 schon drin war, aber kurzzeitig noch vor Release entfernt wurde,
Das gibt ein guter Mix. Ist ein guter Mix, wirklich. Das Spielerlebnis ist, fühlt sich sehr viel ausgereifter jetzt an dadurch. Ah, der hat hier noch so viele Sachen, die ich eigentlich mitnehmen will, ne? Hier erstmal das. Also nee, erstmal das. Ich habe hier den Heiltrank von Dagger. Sehr gut. Es ist ein sehr wertvoller Heiltrank, der Teil der Beute vom letzten Überfall war. Gut. Ich habe Diego die Liste übergeben. Gut. Ich habe bereits Leute auf dem Weg zur alten Mine postiert. In diesem Moment liegen Toros Gardisten schon tot im Wald. Wäre cool, wenn es jetzt wirklich so wäre. Sie haben den Konvoi schon überfallen? Was ist mein Anteil bei der Sache? Geh zu Gorn. Er wird dir etwas geben. Ich kenne Gorn. Er ist kein Mitglied der Bande. Er ist ein Söldner der Magier. Ja, das ist richtig. War er an der Sache beteiligt? Es ist nicht gut für dich, wenn du zu viel weißt. Geh einfach zu ihm und hol dir deinen Anteil ab. Die 400 Erz gebe ich dir jetzt aber auf keinen Fall. Mach's besser. Auch wenn mir das jetzt wahrscheinlich nochmal einen ordentlichen Boost an Erfahrungspunkte bringen würde, aber... Ich habe halt keine 1000, wisst ihr? Und auf jeden Fall muss ich hier nochmal rein, wenn Laris schläft. Also bei Nacht werde ich hier nochmal einsteigen. Weil ich kann ja jetzt schleichen. Das bedeutet, ich kann auch jetzt ungesehen, oder... Ah, es hat Roscoe nicht mitbekommen. Er ist blind wie eine Blindschleiche. Ich hab dich gewarnt. Scheiße. Wer an meine Sachen geht, kriegt Ärger. Die Finger sollte ich dir abschneiden. Ach, scheiße. Na gut, muss ich nochmal bei Nacht kommen irgendwie. Naja. So, okay. Gehen wir erstmal zu Gorn, holen uns nochmal den Anteil der Beute ab. Das hat jetzt nochmal 750 Erfahrungspunkte gebracht, ne? Dass ich nochmal quasi die Liste präparieren lassen. Das ist schon lohnenswert, muss man sagen. Egal, ob man sich dem neuen Lager anschließt oder dem alten, das spielt keine Rolle. Was jetzt noch die Krönung wäre, wenn man wirklich in den Wald geht und da liegen wirklich tote Gardisten. Das wäre so cool. Das hätte ich dir vorher sagen können. Wie kommt es, dass du dich an einem Überfall der Bande beteiligt hast? Wer sagt, dass es so war? Warum hast du sonst so viel von dem Zeug? Denk bloß nicht, dass das alles von einem Fisch zu kommen. Du beteiligst dich regelmäßig an den Überfällen? Wenn es so wäre, könnte ich es dir nicht sagen. Lee sieht sowas nämlich gar nicht gerne. Verstehe. Hat er mir jetzt 21 Äpfel? Bis später. Das ist super witzig. Der hat mir kein Erz gegeben, der hat mir wirklich irgendwas anderes gegeben. Da stand halt nur da 21 Gegenstände, aber was genau an ihnen? Weiß ich nicht. Okay, ich sag einfach mal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt gesund, macht's gut. Lasst gerne ein Abo da, folgt mir auf Twitch und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.